Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei Richwood. Dieses eigentlich weiße Schaf ist aber ein schwarzes Schaf. Genauer gesagt, er hat eindeutig Probleme. Wir müssen dem mal auf die Spur gehen, aber ich sehe, hier ist ein Well. Und dementsprechend würde ich gerne mir hier so ein bisschen Wasser holen. Haha. Kann man immer gebrauchen, bevor ich wieder durch die Gegend rennen muss. So. Dich hier muss ich untersuchen. Ashy Leaves. Wir brauchen Unraiding Powder. Das können wir ja craften. Und wir haben auch Cat Street gelernt. Dafür brauchen wir einen Fisch. Und Milch. Du bist das Unraiding Powder. Wir haben zum Glück alles davon dabei. So. Zeig mir den Weg. Reveal. Haha. You sprinkle the revealing powder over the cobblestones to reveal hidden footprints, still blackened by ash. It appears I thought several individuals were dragging something away from the town square last night. Wir folgen dir. Oh, so viele Leute sind vermisst. Tip, tip, delete. Da hinten ist was zum Mitnehmen. Da wird auch wieder eine Ratte dabei sein. Aber ist mir erstmal egal. Wobei. So ein paar Rattenschwänze, glaube ich, noch mitnehmen wäre gar nicht so blöd. Egal. Aber wir haben eine, komm. Da gehen wir da rein, bitte. Weil du es bist. Danke. Perfekt. Elf. The tiniest of people said to be capable of even greater feats of smallness. Ich weiß nicht, ob du mich vielleicht beklaust. Da ist auf jeden Fall ein Pickpocket. Da machen wir Abstand. Ich folge dem Weg bis hierhin. I need to reveal the trail. Okay, wir machen noch so eins. Reveal! A struggle must have occurred here. You find remnants of a torn burlap sack and use some scattered fistful of wool. The footprints leaning away look to be moving at great speed, like someone was being chased. Wir folgen dir unauffällig. Hier geht's. Oh, da ist noch was. Kann ich mitnehmen. Danke. Dann geht's hier hoch. Da ist eine Kiste. Du bist böse. Okay. Flower Petal. Noch ein Flower Petal. Dich nehmen wir auch mit. Ich weiß, es gibt wieder eine Ratte, aber. Oh, das sind sogar zwei. Oh, nicht schon wieder. Wie viel von denen muss ich denn machen? A pair of lone footprints stuck into this vegetable garden. You notice some more footprints searching in confused directions further afield. The black sheep must have been trying to hide from her pursuers. Maybe she's managed to throw them off the trail. Wir folgen dir. Das ist eine andere Art von Schnitzeljagd hier. Wie viel von dem Zeug muss ich denn herstellen? After following the Ashes Trail through the back streets, you come to a dead end. Your only company is a stone gargoyle squatting atop a building corner. You stand on your tiptoes to examine the great carved demon closer. Notice the lovely knitted scarf billowing around its neck. Hmm, what's a fine garment. I could do with a new one. It's starting to get chilly. I just hope it hasn't got any of that bird poo on it. As you reach up to unwrap the scarf, the gargoyle's eyes swivel in their sockets with a sound like two grinding millstones. Well, excuse me. I'm quite fond on this avian extremely, actually. It adds a touch of authenticity. Oh my god. Authenticity. To the whole ensemble, don't you think? Oh, I beg your pardon. I didn't realize it was speaking to a watcher. Ha! A watcher? Why is it that no one ever comes to watch me? I'm handcrafted from the finest block of artisan granite, so masterfully chiseled that I came to life. Nothing on this earth or beyond has a greater claim to beauty than I. And yet, day after day, I sit up here and no one gives me so much as a passing glance. Well, maybe if you cleaned up once in a while. Oh, hush! I don't need to take fashion tips from you. And besides, he only looked up at me because of this fabulous scarf. Admit it! I was merely following this trail of Sufi footprints.
But now that you mention it, that scarf has a fine knit to it. You didn't happen to get it from the Black Sheep, did you? Why else would I have gotten something so swanky in this dreary little town? That Black Sheep is the only other person around here that appreciates good taste. Unlike that ghastly ram, always ringing that gaudy bell of his and poo-pooing everyone else's fun. Poo-pooing everyone else's fun. This world is alive and needs a good splash of color once in a while. You know where the Black Sheep is, then? No, hold on. How do I know you aren't another agent of banality like the ram? Just look at that skirt the last century. You'll have to prove you're on any of the fashion scene before I say another word. Now I've had my eyes on some new shoes for ages. Why don't you just snag a pair from the village? Surely no one will notice. Pah! Those clogs aren't fit for a horse. No, I've got my heart set on elf shoes. Delicate, dainty, exquisite, and absolutely to die for. Plus I could do with a nice hat to go with my fetching scarf, and maybe some needle and thread to do some alterations. Och Mann, was willst du alles haben? 3 Elfschuhe, ein Sewing Kit und ein Gnome Hat. Gut, Sewing Kit ist kein Problem. Das Sewing Kit kann ich craften. Nein, noch nicht mal. Das ist Wickerwork. Black Pocket. Damit ich selbst stehen gehen kann. Skeleton Key, dafür brauchen wir die Skeletons. Das macht Sinn. Okay. Wir brauchen 11 Schuhe. Ich habe da hinten Elfen gesehen. Das heißt, den Weg zurückgehen, bis ich wieder zu den Elfen komme. Mal gucken, wie wir ihn da irgendwie fertig machen. Also nicht fertig, sondern du bist ein Elf. Shiny Lure. Das können wir machen. Hoffe ich. Oh, das ist der letzte. Danach muss ich Fireflies organisieren gehen. Tip, tip, tip. Es gibt mir ein Elfschuh. Also brauche ich noch mindestens 6 weitere Fireflies. Okay. Wir werden hier mal so ein bisschen durch die Gegend laufen, um die weiteren Tasks zu aktivieren. Also da brauche ich Cat Treats. Dafür brauche ich Fisch. To the Dogs. Wir machen wieder mehrere Dinge auf einmal auf, damit ich im besten Falle mehrere Wege habe, die ich gehen kann. Schöner Musikswitch. Tindal Tinctures. Ich brauche Muscheln. Ne, Skipper Scale ist Schuppen. Soothing Rune and Weird Water. Und noch eine Krabbe. Was ist denn hier los? A Crab Trap. Wie mache ich dich? Dafür brauche ich Barnacle. Hey, bist du das schwarze Schaf? Anscheinend nicht. Ah, ich wollte den Fisch da weglenken. Ah, Hilfe! Das ist der Fishing Line, brauche ich, und da kann ich fischen, okay. Das sind Fishing Spots, alles klar. Oh, das kann ich sogar craften, cool. Oh mein Gott, dafür brauche ich auch einen Crab Pot. Ich brauche die Sachen, damit ich euch fangen kann. Oh, eine Kiste. Fisch, Fleisch und irgendwas anderes. Sandpipe, combine your beach for tasty titbits.
Ist ein Fisherman. Dafür brauche ich ein Black Pocket. Oh, dann kann ich ihn beklauen. Okay. Dafür brauche ich aber noch andere Sachen, die ich hier nicht habe. Das ist so verwirrend. Immer neue Sachen. Noch so ein Fischtypi. Pelikan. Da wäre noch so ein Fishing-Ding. Aber ich glaube, nochmal fischen zu gehen macht wenig Sinn, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, die Dinger danach auch zu fangen. Fishing-Line. Grasshopper-Dinger. Okay, das ist nicht so schlecht gewesen. Brauchen wir immer noch so ein Pickpocket. Oh, eventuell sollte ich versuchen, mir mal ein paar von den Pelikan zu schnappen. Die werden sicherlich hilfreich sein. Danke. Shiny Stone und Algen, glaube ich. Da haben wir noch einen Fishing-Spot. Hier oben haben wir Sandy Mount. Kann ich ein bisschen dran rumsuchen. Oh, hier haben wir unseren Teleporter. Den wir mal ganz kurz aktivieren. Danke. Aua. Was will das Kind? Hey, excuse me, can you spare any seashells? I tried all along the beach, but everyone else always gets to them before I can. She points along the shoreline where you see scores of fishermen digging in the sand. Every so often, one of them discovers a seashell and rejoices as if it were a gold nugget. Seashells? What's the big deal with seashells? Little girl looked down the docks to a particularly large ship at anchor. See that big boat over there? My dad's the captain. He was supposed to come ashore and tell me all about his adventures on the high seas, like he always does, but he hasn't come out since they docked. So I tried to go and see him, but there's a cruishy sailor who says I can't go inside the boat unless I got seashells. So I tried to find some, but now everyone else is trying to find them too. There's not enough left for me. Sounds fishy, all right. You stay here, little one. Let me have a chat with the sailor and get to the bottom first. Really? Oh, I bet he'll listen to a grown-up like you. I promise I won't move a muscle. New chapter. The fish. Du bist der Sailor. Rough Sailor. We're all there. Where do you think you're hopping off to? Me? Ray, I've come to visit my son. Yeah, Maria ain't. The only family anyone on this top has it is the sea herself. And no one gets aboard lest they pay the toll in seashells first. What's a gull-brained swabby like you want with a bunch of dirty shells? Tain for me. The captain's go his own business with them shells, and I ain't on the questioning. So either bring me your dues or cast off. Bring me seashells, the nice kind too. Once that sounds like the ocean waves. Fünf seashells. Oh Mann. Du musst warten, kleines Kind. I'm sorry. Wir haben noch so ein. Wir haben noch so ein. So ein Ding. Eine Amöbe, würde ich sagen. Eine Möwe fangen. Du bist keine Möwe. Ja, wobei doch wahrscheinlich schon. Danke. Immer über diese Fischmenschen. Dich können wir klauen. Hey, eine Seashell. Fehlen nur noch vier. Ich will diese Fischdinger haben.
Ich würde die gerne fangen, aber ich brauche Crab Pots. Und Crab Pots kriege ich nicht, weil mir Barnacles fehlen. Die kriege ich bei den Docks. Und ich bin bei den Docks. Also irgendwo hier muss ich Barnacles kriegen. Was halt auch nervt, sind dauernd die ganzen Krebse und so. Ich sehe auch gerade, es wäre gar nicht mal so blöd, wenn ich ein Potion mal nehme, weil ich habe noch ein Herz. Das hätte mich töten können hier. Die Docks sind gefährlich. Fisherman kann ich beklauen, ja. Fisherwoman könnte ich... Oh. Encrusted Rock. Das sieht gut aus. Mal ganz kurz hier rüber gehen. Aha. Da haben wir die Barnacles. Sehr gut. Das ist schon mal nicht so schlecht. Jetzt können wir nämlich auf jeden Fall Crab Popcats machen, oder? Genau. Ich brauche nur mehr von denen. Das heißt, ich muss wieder zurückgehen und mir auf jeden Fall Seile holen. Perfekt. Oh, dich nehme ich mit. Jetzt gehen wir hier mal zurück und gucken, ob wir... Da haben wir so eine Krabbe. Du kannst da mal reingehen. Trottel. Dankeschön. Crabclaw. Jetzt könnte ich hier fischen gehen. Und das hier platzieren. Aber der wird der dann sicherlich reinlaufen. Oh. Da. Danke. Gib mir Fleisch und Skipper Scale. Die Skipper Scales habe ich wieder für was anderes gebraucht. Was war das denn? Die Rune. Habe ich die nicht für die Aufgabe mit dem Ram gebraucht? Nee, Gnome Heads, Ewing Kit, Elf Shoes. Steal Seashells from Fisherfolk. Das heißt, ich muss die Pocket-Dinger hier machen. Dafür brauche ich die. Ich brauche Pickpocket-Gloves. Ich brauche Bones. Das heißt, ich muss zum Graveyard. Muss da die Knochen herholen. Die Krabbendinger brauche ich. Und ich brauche Shiny-Teile, um die Pickpockets zu bestehen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall wieder... Diese anderen Teile. Wie heißt gleich? Ich komme nicht drauf. Egal, wir sind jetzt auf dem Markt. Neue Weh. Das sind Elfen. Ist schon mal gut, weil ich dann weiß, dass hier auch Elfen zu finden sind. Geld ist immer gut. Ratte, dies ist mal egal. Hier könnte ich die nächste Challenge aktivieren oder den nächsten Auftrag. Hier sind auch viele Elfen, was schon mal gut ist. Wenn man drüber nachdenkt. Ich will erstmal ein bisschen rumschauen. Sachen stehlen. Oh, nee. Ja, folgt mir mal ganz kurz. Ich will das Seil mitnehmen. Danke. Merchant. Da kann man, die kann man alle beklauen. Oh, du hast eine Unknown Weakness. Ich kann dich dann scheren. Ich muss dich nur irgendwie vorher ablenken. Dich habe ich gerade bewegen sehen, also dich werde ich jetzt nicht versuchen zu looten. Der führt zurück in die Stadt. Okay, so eine neue Verbindung. Die Frage ist, wo ist der Graveyard?
Ja, ich will dich jetzt nicht fangen. Ich würde gerne den... Da ist ein Pickpocket. Das habe ich gesehen. Ich würde gerne den Teleporter hierher finden. You elbow your way to the front of a crowd that has gathered to observe a three-way shouting match. A trio of merchants are yelling wildly at each other. You treacherous friend, I know it was you that snuck into my shop and put mealworms in my bread. Worms, do you think I have time to traipse about your silly little bakery? I have to make sure you stay out of my smithy. Firecrackers in my coal, it could have lost an eye. Ha! And you would have deserved it, you traitor. I knew you. I know you ruined a whole batch of my candles with that sulfur stunt. Now my store smells like a moot's behind. The men launched themselves at one another, fists swinging in a whirling melee. Off in the shadows, you catch a stealthy figure watching the chaos with a delighted grin. Dance, dance, how the idiots prance. With a flick of a tail, the feline disappears through the maze of market stalls. What's all this commotion about? A dull, monotonous voice drowns out across the square reply. You don't even know the worst of it. The Cat. Immerhin hat sich das jetzt auch hier mit aktiviert. Knightly Stature. Ich hätte gerne noch diesen... Du bist der Böse. Da ist die Ratte. Da kann ich noch aufmachen. Ich hätte eigentlich gerne noch den Teleporter gefunden, der hier irgendwo sein muss. Ich weiß, du bist das. Wir gehen an dir vorbei. Das ist eine Kuh, das heißt, an dir würde ich sogar Milch bekommen. Du bist nochmal ein ganz anderer Dude. Wie dem auch sei, wie es weitergeht in Witchwood, seht ihr frühestens beim nächsten Mal. Bis dahin euch natürlich noch vielen Dank fürs Einschalten und einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.